Implizite Prozesse. Was sind implizite Prozesse? Implizit heißt ja innewohnend. Wir könnten auch sagen für implizit unbewusst oder unterbewusst. Und Prozesse sind natürlich Entwicklungen. Und mit diesem Thema wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Das meiste ist implizit. Das meiste in allen Dingen oder das meiste überhaupt generell ist implizit. Ein anderer Ausdruck wäre unbewusst, ich sagte es schon. Oder nicht bekannt, nicht erkannt, noch nicht bemerkt oder schlichtweg immer wieder vergessen oder verdrängt. Um alle Dinge und in allen Dingen herrscht das Implizite. Ich betone es nochmal, um alle Dinge herum und in allen Dingen oder alle Dinge sind durchdrungen durch das Implizite. Wir würden es so gerne wissen. Wir wollen es unbedingt wissen oder erfahren, deswegen bewegen wir uns. Das ist ein Grund für unsere Entwicklung und Entwicklung ist eben das Prozesshafte, das stattfindet in unserem Leben. Es bleibt nie stehen, es entwickelt sich stets weiter. Und da wir es so gerne wissen wollen, unbedingt, deswegen zwingen wir dem Impliziten unser Konzept oder unser Bewusstsein auf, das natürlich immer unvollkommen ist und auch unvollkommen bleibt. Wir wissen es schlichtweg nicht, aber wir glauben es zu wissen. Wir halten natürlich als Menschen immer wieder an dem Glauben fest, auch als knallharte Wissenschaftler oder Technokraten oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen. Wir halten an dem Glauben fest und scheitern an dem, das sich dann früher oder später offenbart und uns wieder einmal eines anderen belehrt. Also, wie mit dem Impliziten umgehen? Tatsächlich bereit sein, flexibel, offen, veränderungsfähig, anpassbar, wandlungsfähig und trotzdem natürlich tragend, gleichzeitig auch nachgebend. Aber wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, das bedeutet ja nicht, dass wir vollkommen schwammig sind oder nichts haben oder nichts da ist. Es ist ja so viel da und es ist so viel eben auch tragend da. Aber trotzdem eben in dieser Art, immer damit zu rechnen, das Bisherige, das du in deinem Leben erlebt hast oder das du weißt oder das du kennst und konstruieren kannst und anders sehen zu können oder sehen zu müssen. Und das ist natürlich echte Freiheit. Echte Freiheit in dem Sinne, es gibt so viel an Möglichkeiten noch, die ich bisher nicht begriffen habe und die ich bisher nicht gesehen habe, eine Bereitschaft, offene Erklärungen zu geben, zwar Erklärungen zu geben, durchaus handfest, um das nochmal zu sagen, aber eben doch in dem Wissen und in der Ahnung, dass da noch viel mehr ist, das ich stets gar nicht durchdringen kann. Offen heißt auch mit einer Art Demut vor dem, was wir nicht wissen. Und Demut ist immer etwas Lohnenswertes, so wie Dankbarkeit auch im Leben, demütiglich zu sagen, was weiß ich schon letztendlich. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, soll dem Einstein zugeschrieben werden, aber es haben sicherlich auch andere Menschen immer wieder so ausgedrückt oder so gemeint in dieser Weise. Das Schlimmste sind Menschen, die so tun, als ob alles seine Ordnung hat. Und man sich daran halten muss, an diese Ordnung. Und diese Ordnung ewig vorgeschrieben ist und fortgeschrieben wird. Und man dann so rigide ist, und Rigidität ist ein Problem, das Menschen auch immer wieder haben, dass man das andere nicht zulässt, dass man lieber an seinem einseitigen Konzept, an seiner Ideologie, an seiner Wissenschaft, an dem Glaube, an der Religion, was immer es auch ist, festhält und nicht offen ist für das andere und bereit, weil man es eben in diesem einseitigen Gebäude haben will, weil man sonst Angst hat. Das Leben würde nicht tragen und du würdest durch das Leben vernichtet werden, wenn du nicht so ein klares, bestimmtes Konzept hast, an dem du festhältst. Implizit ist die besondere Überraschung. Das, was viele für ein Wunder halten, vielleicht fälschlicherweise für ein Wunder halten. Oder die Menschen haben Hoffnung, haben eine bestimmte Hoffnung nach Wundern. Aber es ist vielleicht das, was diese implizite Überraschung ausmacht. Das ist ja das Wunder, das, was wir bisher noch nicht kannten, wussten, und gesehen haben.
In einer Welt des Konzeptuellen, der ewigen Strukturvorgaben, und alle Menschen schreien immer wieder nach Struktur, weil natürlich so viel fremde Strukturvorgaben da ist, denen sie sich unterordnen müssen, ist es ungern ein Kalkül, das Implizite, weil es eine unbekannte Variable mit ins Spiel bringt. Und unser Denken versucht uns gerne in mathematische Kalküle zu zwingen, um uns sicher sein zu lassen oder um uns die Illusion zu geben, dass alles sicher ist. Wer sich mal so ein bisschen in höherer Mathematik umgesehen hat und auch vielleicht gewisse Dinge dann begriffen hat, der weiß, dass es dann sehr schnell auch so etwas wie eine Chaostheorie gibt oder alles Mögliche irgendwo, was ja letztendlich dann auch nur ein Konzept ist, aber dass man doch letztendlich sich immer wieder dem nähert, eigentlich nichts zu wissen oder nur sehr wenig zu wissen, gemessen an dem, was man eben nicht weiß oder was da eben sonst noch da ist. Implizit ist das Viele in deiner Persönlichkeit. Wirklich die Vielen, die du bist und gleichzeitig nicht bist. Da gibt es ja das berühmte Buch von Richard David Precht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das soll angeblich so ein bisschen so einer Sufflaune entstanden sein, aber es ist ja ein wichtiges Thema, das Menschen immer wieder haben. Einerseits sind wir Individuen und Persönlichkeiten, und das ist sehr wichtig, die Einmaligkeit einer Persönlichkeit, aber andererseits sind wir doch im tiefsten Inneren oder möglicherweise in dem tiefsten Inneren, dass wir auch noch sind, ganz viele und eigentlich alle Menschen. Wenn du ganz intim, wenn du ganz nah mit einem Menschen bist, dann fällt dir das vielleicht immer wieder auf. Es ist das tiefe Menschliche, das wir als Menschen mit anderen Menschen teilen und das ganz, ganz ähnlich oder vielleicht sogar gleich ist. In dem Maße. Und das ist das Schöne auch immer wieder in der Begegnung, was man erfahren kann. In deiner Einmaligkeit kannst du verloren gehen. Sie wird zum einseitigen Egozentrismus, der sich immer wieder dem Impliziten zu unterwerfen hat. Implizit ist das In-Between, dieser englische Ausdruck In-Between, das Zwischendrin, das Zwischen. Möglicherweise das eigentliche ewig Unbekannte, das alles erzeugt. Also bleiben alle Prozesse und Geschehnisse letztendlich stets offen. Antizipation, also etwas vorwegnehmen und voraussehen und Rezepturen. Und damit das Voraussehen ist ja in der Wissenschaft eine wichtige Rolle, kann ich etwas eben in dieser Kontrolle erzeugen mit den Variablen, die ich weiß und die ich dazu gebe, jetzt zum Beispiel auch in einer Rezeptur, und dadurch vorhersagen, was geschehen wird, wenn ich das tue. Antizipation und Rezepturen haben nicht mehr als eine Möglichkeit oder ihre Möglichkeit. Natürlich sind sie wichtig, aber sie sind eben nicht alles. Und sie sind vielleicht auch nicht alles, nach dem wir streben sollten in einer zum Beispiel Wissenschaftstheorie. Es ist nicht alles planbar und kalkulierbar und vorhersehbar. Mit dem impliziten Sein macht unser Leben reich und den Sinn unserer Existenz weit und offen und damit bereit. Es ist ein sich ewiges Annähern, wenn man es so sehen will, letztendlich.